Wetter.at lässt Sie nicht im Regen stehen. Das beste Wetter für Ihren Ort. Jede Stunde. 9 Tage im Voraus. Und alle Unwetterwarnungen. Wetter.at. Ihr Wetter für jeden Ort. Auch als App. Wetter.at. Das Wetter präsentiert Ihnen. Wetter.at. Die Woche der Freiheit. Am Donnerstag laufen die Ausgangsbeschränkungen aus und eigentlich ist das Grund genug für ganz viel Sonnenschein, aber es kommt ein bisschen anders. Dazu gleich mehr. Zunächst einmal schauen wir zu unseren Wettercamps nach Heiligenblut und Radgersburg. Noch ist der Himmel strahlend blau, aber im Laufe des Tages setzen sich hier immer mehr dunkle Wolkenfelder fort. Unter anderem bringt das Ganze auch Niederschlag mit sich. Wechselhaft wird das Wetter in dieser Woche auch in Europa. Unter anderem heute vor allem im südlichen Raum von Europa. Regen in Madrid bei 17 Grad. Ebenso Regen in Lissabon bei 17 Grad. Auch in London schieben sich heute vereinzelte Wolken dazwischen bei Temperaturen bis zu 20 Grad. Und Sonnenschein pur erwartet uns heute in Deutschland, in Berlin, bei Temperaturen bis zu 22 Grad. Was heißt das Ganze heute für Österreich? Verbreitet startet der Tag wechselhaft mit dichteren Wolkenfeldern und Regenschauern. Eine schwache Kaltfront kommt über Europa hinweg und das bringt ordentlich Niederschlag mit sich. So in Salzburg bei 17 Grad. Die Höchstwerte kommen heute aus Innsbruck bei 21 Grad. Aber auch hier müssen wir uns heute auf ganz viel Niederschlag einstellen. Wie es jetzt wettertechnisch weitergeht, verrate ich in der 24-Stunden-Prognose für den Westen. Und hier wird es heute ganztägig sehr wechselhaft. Regen, Sonne und Wolken sind da heute drin. Im Osten dagegen bleibt es trocken, zum Vormittag noch sehr sonnig, dann aber immer mehr Wolken, die sich vor die Sonne schieben, bei Höchstwerten bis zu 21 Grad. Wie es jetzt wettertechnisch weitergeht, verrate ich in der 7-Tages-Prognose für den Westen. Und hier ist wirklich Regenschirmwetter für die ganze Woche angesagt. Die Temperaturen am Samstag dann auch nur noch einstellig bei Temperaturen bis zu 8 Grad. Freundlicher dagegen wird es im Osten. Am Mittwoch Regenschauer bei 18 Grad, wird es am Donnerstag wieder freundlicher bei 20 Grad. Aber bereits zum Wochenende kehrt der Regen wieder zurück bei Höchstwerten bis zu 11 Grad am Freitag. Das waren soweit die Wetteraussichten. Wir machen jetzt hier eine kurze Werbepause, melden uns im Anschluss wieder zurück mit den neuesten Entwicklungen rund um das Coronavirus. Bis gleich.